Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Herzlich willkommen in unserer Jotte. Wir haben heute Post gekriegt von Feuerhand. Und zwar die neue Feuerschale, der Feuerhand Tyropit oder Tyropit, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Und da wollen wir einfach mal in den Karton reingucken. Ich bin auch schon ganz gespannt, was da rauskommt. Der Karton lässt schon ungefähr ahnen, wie die Feuerschale nachher aussehen wird. Eine doppelschalige Edelstahlwanne mit einem Holzvergaser als Prinzip. Ja, hier auf dem Karton lässt sich das Prinzip auch schon sehr gut erkennen. Ich habe also die doppelwandige Konstruktion, wie man sie auch schon vom Feuerhand Pyron oder Pyron kennt, nur dass die Form jetzt quasi gestaucht und in die Breite gezogen ist, mit der entsprechenden Lufteinlässe unten, sodass ich hier eine Luftkonvektion kriege, die zum einen relativ gut das Feuer befeuern, also das Feuer mit Sauerstoff versorgen kann und in einer Art Sekundärverbrennung dann den meisten Rauch noch hier mit vergast, verbrennt. Und ein relativ großer Pilz in der Mitte, der auch dafür sorgt, dass dieses Feuer von aller Seite gut Sauerstoff kriegt. Und je mehr Sauerstoff an dieses Feuer rankommt, das ist oft der Nachteil von geschlossener Feuerschale, dass da eben kein Sauerstoff reinkommt und deswegen das Feuer mit viel Rauch brennt, habe ich hier eine sehr gute Luftzuführung, dass der Tyropit tatsächlich auch für eine Jotte geeignet ist, wo ich eine größere Feuerschale brauche, als zum Beispiel der Atago, der auch sehr raucharm brennt, wo ich aber eine größere Feuerschale gern hätte, aber da es möglichst rauchfrei gern hätte. Und am besten Fall schont da auch noch dann der Boden, der unten drunter ist. Aber jetzt packen wir doch einfach erstmal aus. Der Tyropit kommt mit einer überschaubaren Anzahl Einzelteile, die ich noch montieren muss. Und im Grunde sind es nur diese Füße, die ich anbringen muss. Der Rest ist relativ simpel und einfach. Zu dem Korpus hier, das sind die Haltewinkel, die ihr hier oben seht, mit der Schraube, die sind schon vormontiert. Da kann ich dann nachher die Füße dann anschrauben. Diese Schraube halte auch dieses Hitzeschild, was hier mit den Füßen dann nachher auch unter eingeschraubt wird. Auf das Hitzeschild kommt dann nachher unsere Kohleschale mit dem Dom hier oben drauf, der für die Frischluftzufuhr im Inneren sorgt. Und dann zu guter Letzt noch den Rost, auf dem unser Feuer brennt. Die Kohleschale und der Rost, die wäre nur eingelegt und da brauche ich nicht viel montieren. Deswegen ist auch das einzigste Werkzeug, was ich hier brauche, ist ein Imbusschlüssel, um die Füße hier auch anzubringen. Das ist alles in der Anleitung relativ gut beschrieben.
Ja, Schritt 1, 2, 3, 4, wobei der wesentliche Teil tatsächlich nur der Schritt 2 ist, wie die Füße hier dann eingeschraubt werden. Die Schraube hier, die sind alle nur handfest eingedreht und auch die Mutter ist am Gegenstück festgeschweißt. Das sehen wir hier. So kann auch nichts verloren gehen. Und da werden wir jetzt einfach den ersten Fuß mal anschrauben. Wir haben also diesen Haltewinkel, der kommt innen rein. Unser Fuß kommt außen hin und dazu haben wir noch diese Schraube hier. Also, dann wollen wir doch mal die erste Schraube hier gleich platzieren. Die zweite Schraube können wir unten auch gleich ein Stück reindrehen. Na, wenn das denn zum Fassen bringe. Jawohl. Da lassen wir uns ein bisschen Spiel. Wenn dann alle drei Füße soweit vormontiert sind, dann drehe ich den Teilrohr mit um, habe hier die Füße noch mit etwas Spiel und dann kommt unsere Feuerschutzplatte ins Spiel. Die muss nämlich jetzt hier unter diese Schraube hier auch geschoben werden. Eventuell muss man hier die Füße etwas noch leicht nach innen biegen, dass sie auch gut zu montieren sind. So, die Hitzeschutzplatte kommt jetzt hier zwischen Fuß und Unterlegscheibe. Also wenn wir es hier mal einfädeln, so soll das dann aussehen. Und das dann an alle drei Schrauben. Kann ja schon mal leicht anziehen, aber nicht fest, dass es nicht rausrutscht. Wir brauchen noch ein bisschen Spiel für die anderen zwei Schrauben. Und zu guter Letzt die Kohleschale und der Feuerrost. Ja, ihr seht, es ist kein Hexenwerk, den Tyropit zu montieren.
Es sind ein paar wenige Einzelteile, es sind 6 Schrauben, die mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel festgeschraubt werden müssen. Das Einzige, wo ich ein bisschen zirkeln muss, das ist an dem Hitzeschutzschild, dass ich alle 3 Halterungen gleichzeitig unter meine Schraube bringe. Aber mit etwas Fingerspitzengefühl schafft es auch jemand, der jetzt technisch nicht versiert ist, sich seine neue Feuerstelle hier zusammenzubauen. Ja, was erwarte ich mir von dem Tyropit? Tatsächlich wird er beworben von Feuerhand, dass er sehr raucharm brennt. Deswegen auch diese Luftzuführung hier, die doppelwandige Konstruktion und die Sekundärluftverbrennung innen an dem Lochkranz hier oben. Dadurch, ja, und natürlich den Dom in der Mitte, der relativ viel Frischluft ins Feuer reinbringen soll. Ich stelle mir vor, dass der Tyropit eine gute Konkurrenz zu einer normalen Feuerstelle in der Jörde sein kann, die auch immer relativ viel Rauch produziert, je nachdem, wie ich mit dem Feuer umgehe. Und da werden wir dann einfach das nächste Mal testen, wie der hier statt dieser Feuerstelle brennt. Keine Angst, es wird keine Konkurrenz sein für die Feuerstelle. Die hat uns viele gute Dienste erwiesen. Aber so als mobiles Teil, vor allen Dingen auch mit dem Hitzeschutz zum Boden hin, stelle ich mir vor, dass man eben eine Jotta auf der grünen Wiese sich seinen Tyropit reinstellt, ein schönes Feuer hat, was einen gut wärmt. Die Seitenwandhöhe ist relativ niedergehalten, sodass die Wärmeabstrahlung auch in die unteren Bereiche vom Zelt auch kommen kann. Und das Ganze mit wenig Rauch. Wir lassen uns überraschen. Für heute soll es mal genug sein hier mit dem Zusammenbau vom Tyropit. Wenn ihr sehen wollt, wie ich den anfeuere, dann bleibt dran, abonniert unseren Kanal, lasst uns einen Daumen hoch da und dann sage ich Tschüss, euer Ralf von Jötterland.